Oh, jetzt sind wir in der magischen Box gelandet. Jetzt können wir Karten kontrollieren, sozusagen. Oh yeah. Zack. Zack. Oh nein, ich bin so dumm. Zack. Wie gesagt, das mit Ding ist ein bisschen schwieriger. Mit, wie heißt er denn? Mit Donald. Mit Mickey wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Oh yeah, das ist natürlich auch OP. Hier müssen wir so schnell wie möglich, solange sie sich noch nicht bewegen, nach oben. Zack. Und durch den neuen Magietrick sozusagen. Und jetzt fangen auch die, glaube ich, sich an zu bewegen, ja. Zuck. 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 Oh, schade. Egal. Wir wollen gar kein neuntes Leben haben. Wir schaffen es auch mit unseren 8, weil wir einfach OP-Nis sind. Müssen wir dazu sagen. Hashtag OP-Nis. Zack. Zack. So, da hinten sehen wir schon das Schloss. Press me. Oh, das war schon der richtige. Da ist dann die Tür hier aufgegangen. Das ging echt schnell jetzt. So, zack. So. Ah, genau. Können wir gleich hier stehen bleiben. Weil jetzt passiert Folgendes. Zack. Zack. Sehr geil. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so der richtige Weg war. Oh yeah, hier kommen sie alle hoch. Als ob es hier was umsonst gibt. Din, 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 din. Ah, hat das nicht hier angefangen? Ich weiß gar nicht mehr. Tick, 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 tick. Wow. Krass. Ich glaube, jetzt bin ich sogar auf dem richtigen Weg. Na? So. So, ich glaube, das war's auch schon. Also jetzt komme ich hier noch und dann muss ich unten nur noch rein. So. Zack. Und hier müsste jetzt der Durchgang sein. Ja, da ist er. Sehr gut. Easy. Oh, ich glaube, das war schon das... Oder das ist schon das letzte Level. Also das dürfte jetzt so langsam aber sicher ans letzte Level angrenzen. Ich bin mir nicht... Uhohoho. Alter, ich bin nur noch nicht mehr hundertprozentig sicher.
So. Zack. Können wir hier hoch? Ja. Kriegen wir dann nochmal ein Leben? Nee, Kuchen. Wow, das hat sich ja gelohnt. Auch an das kann ich mich noch erinnern. Oh, oh yeah. Ist egal. So. Zack. Na, egal. Wollen wir uns gar nicht anstrengen hier. Jetzt müssen wir warten. Und drauf. Zack. Und zack. Ah, in der Luft hätte ich da drücken müssen. So, ungefähr. Hoho. Zack. Und in die Kiste mit uns. Ja, jetzt muss ich abspringen. So. Oh Mann. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Wie absurd ist das denn? Oh Mann. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Ich weiß es schon. Oh, ich müsste doch besiegt haben. Ich hoffe nur, dass ich nochmal einen Kuchen kriege oder sowas. Oh nein, oh nein. Nein! Nein! Nichts gibt's. Bitte lass das ein Kuchen sein oder wenigstens ein Leben. Nicht so ein Leben, ich will... Oh nein! Ich wollte ein anderes, also einen Energiepunkt wollte ich haben. Zack. Wow. Sehr gut. Ja, ein Leben. Immerhin, muss ich ja dazu sagen. Immerhin. Oh, du hast sehr gut gemacht bis hierhin. Aber jetzt wird deine Reise enden. Du wirst mich nie besiegen. Oh nee. Ah, kacke. Ich glaube, das war's schon, ja. Gut. So, wie gesagt, well done und so. Okay. So. Ah, nein! Kommt, Leute. Oh, zwei Leben noch. Yeah! Großartig. Niemand jemals hat mich besiegt. Du bist ein großer Magier. So wie ich versprochen habe, werde ich dir nun meinen größten Trick zeigen und, ach so, genau, wie du von dieser Welt hinauskommst.
Vielen Dank fürs Spielen. Ja, und das war's auch schon, unser kleiner Kurzausflug in Sega Mega Drive's World of Illusions von Mickey Mouse und Donald Duck. Richtig krasses Spiel, wird wahrscheinlich ein Zweiteiler. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also echt heftig, jetzt wisst ihr, mit was ich meine Jugend verballert habe. Und das muss echt schon lange her sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann dieses Spiel erschienen ist. Vielleicht stand es auch schon unten dran und ich bin einfach nur wieder so blind. Aber ich glaube, es müsste eigentlich nachher noch dran stehen, wann es erschienen ist. Und ihr müsst euch überlegen, dass, ja, dass Sega somit einer der ersten Konsolen war, die ich besessen habe, sozusagen. Also die NES hatte ich damals natürlich auch und solche Scherze, aber Sega war das schon ein Meilenstein, sozusagen. Ich find's ganz okay, dass sie jetzt nur noch Spiele und keine Konsolen mehr entwickeln, weil die Konsolen manchmal echt ein Flop waren. Obwohl sie leistungstechnisch echt eigentlich immer vorne mit dabei waren, soweit ich weiß. Die waren gar nicht so schlecht. Und wir haben sozusagen Mickey und Donald geholfen, ihren Traum wahr werden zu lassen von großen Zauberern. So ist es. Und da winken sie nochmal freundlich. Ach ja, die zwei Netten von Entenhausen. Ja. Ich glaube, damit verabschiede ich mich jetzt auch mal. Ja, da steht schon dran. The End. Und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Macht's gut. Bis denn dann. Haut rein. Ciao.